Redner Mike Biermann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen! George Orwell sagte einst, die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. Ich finde, das beschreibt auch deutlich, wie heute einige Situationen eben so aussehen. Ja, wir leben in einer sehr anspruchsvollen Zeit, in der uns Smartphones in 10-minütigen Abständen auf neue Termine hinweisen, E-Mails aufploppen, Arbeitsaufträge, die bearbeitet werden müssen. Und ja, ich kann verstehen, dass Menschen sich auch gehetzt fühlen. Natürlich müssen wir diese Entwicklung sehr ernst nehmen. Wie ernst wir diese nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das möchte ich Ihnen gern kurz skizzieren. Das Thema Zukunft der Arbeit steht ganz oben auf der Agenda der CDU. Bereits am 15. Dezember letzten Jahres haben wir auf unserem Parteitag in Karlsruhe intensiv über das Thema Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit debattiert und dazu auch ein Papier einstimmig angenommen und verabschiedet. Damit haben wir auf die Veränderungen in der Arbeitswelt, so auf den Wunsch nach mehr Souveränität in der Arbeitszeit aus parteipolitischer Sicht bereits reagiert und werden dieses natürlich auch in die parlamentarische Debatte mit einbringen. Und das haben wir an der einen oder anderen Stelle ja auch schon getan. Familien brauchen Zeit füreinander. Dieser Satz, meine Damen und Herren, stammt aus dem Koalitionsvertrag. Er macht deutlich, dass wir Familien und ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Zeit ist das kostbarste Gut der Familien. Daher haben wir bereits am 11. März 2014 gemeinsam mit dem Koalitionspartner im Antrag mehr Zeitsouveränität das Thema aufgegriffen. Zeit ist eben auch eine Schlüsselressource. Aus diesem Grund machen wir uns stark für eine moderne, lebenslauforientierte Zeitpolitik, die Frauen und Männer dabei unterstützt, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Wir wollen Familien wieder zum Taktgeber des Lebens machen. Die Prioritäten innerhalb der Gesellschaft haben sich geändert. Eltern sagen heute, ich würde gerne auf gewisse Dinge verzichten, wenn ich mehr Zeit mit den eigenen Kindern, mit der eigenen Familie verbringen dürfte. Darauf haben wir als Gesetzgeber aber auch schon reagiert. Um den Bedürfnissen von Eltern besser gerecht zu werden, haben wir, die Kollegen Hornus und Felgentreu haben es erwähnt, das Elterngeld und dann auch das Elterngeld Plus eingeführt. In meinen Augen war das auch ein Meilenstein in der Familienpolitik. Durch diese Regelung haben Eltern die Möglichkeit, die ersten 2 Jahre mit ihrem Kind individuell zu gestalten. Ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung Familienzeitpolitik und somit ein gesamtgesellschaftlicher Gewinn. Ich bin überzeugt davon, dass auch viele variable und flexible Ausgestaltungen des Elterngeldes einen Anteil an den steigenden Geburtenraten haben. Wir haben im Jahre 2015 immerhin 23.000 mehr Geburten als 2014. Und 2014 hatten wir ebenfalls auch schon mehr als 2013. Das heißt, es bewegt sich was, und das ist auch gut so. Aber neben Zeit brauchen Familien vor allen Dingen auch Sicherheit. Gerade in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes hat Sicherheit auch in Form von finanzieller Sicherheit eine ganz besondere Bedeutung. Dass wir damit die richtigen Schritte gemacht haben, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Jährlich werden aktuell 6 Milliarden Euro für das Elterngeld ausgegeben. Es wird davon auszugehen sein, dass bis zum Jahre 2020 sogar noch 1 Milliarde dazukommt. Dann sind wir bei 7 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist doch ein deutliches Zeichen. Und an dieser Stelle möchte ich zu bedenken geben, dass wir auch als Familienpolitiker nie aus dem Blick verlieren dürfen, dass das Geld, das wir ausgeben, auch erwirtschaftet werden muss. Es sind immerhin Steuergelder, die hier sicherlich eine sinnvolle Verwendung finden. Das streitet keiner ab. Aber wir haben insbesondere auch eine Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber. Und daher möchte ich hier noch einmal betonen, dass wir genau aus diesem Grund auch keine neuen Schuldenberge anhäufen dürfen. Als verantwortungsvolle Politiker müssen wir immer zwischen dem, was wünschenswert ist, und dem, was machbar ist, unterscheiden und abwägen. Ein Dank hier auch mal in Richtung des Bundesfinanzministers. Herr Dr. Meister, nehmen Sie es gerne mit, dass es auch gelungen ist, für den Haushalt 2017 einen Haushalt aufzustellen, der neu ohne Schulden auskommt, die schwarze Null steht. Und das ist ebenfalls gut so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in dieser Legislaturperiode schon viel erreicht mit der Weiterentwicklung der Familienpflegezeit, die wir verbindlicher und attraktiver gestaltet haben.
wird es Erwerbstätigen ermöglicht, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um Zeit für die Pflege von Angehörigen zu haben. So können sich die Familien die Pflege ihrer Angehörigen ganz nach ihren Bedürfnissen und Vorstellungen gestalten, ohne sich Gedanken machen zu müssen, dass sie durch ihre Pflegetätigkeit ihre Berufstätigkeit möglicherweise aufgeben müssen. Aktuelle Zahlen belegen das auch, dass die Familienpflegezeit mehr und mehr angenommen wird. Denn laut Berechnungen des Familienministeriums haben seit Inkrafttreten dieser neuen Regelung bereits 39.000 berufstätige Angehörige eine mehrmonatige Pflegezeit in Anspruch genommen. Ich habe den allerhöchsten Respekt vor der Leistung, die pflegende Angehörige täglich erbringen. Ich selbst komme aus einer Familie, wo meine Eltern, selbst auch meine Großeltern, bis zum Lebensende zu Hause gepflegt haben. Das waren emotionale Momente, das waren schwierige Momente und anstrengende Momente. Und diesen Herausforderungen, denen muss man dann auch erstmal gerecht werden können. Aber ich darf auch sagen, dass es meiner Schwester, meinem Bruder und mir, so gut es uns gelingen konnte, aber auch ein Bedürfnis war, unsere Eltern dabei zu unterstützen. Und diese Erfahrung, die wir da gemacht haben, die war wirklich sehr, sehr prägend. Denn die körperliche, aber besonders eben auch die emotionale Belastung, die ist in solchen Fällen sehr hoch. Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf stellt Betroffene täglich vor große Herausforderungen. Deshalb war diese Reform ein ganz, ganz wichtiger Schritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Grünen, in Ihrem Antrag sprechen Sie von lebenslangem Lernen. Ich gebe Ihnen gern eine kleine Gedankenstütze, denn am 2. Juni diesen Jahres, also gerade einmal genau vor einem Monat, wurde das Gesetz zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung verabschiedet. Damit wurde die Rolle von Aus- und Weiterbildung als zentrale Elemente der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland bekräftigt. Ich bin ausdrücklich für eine Intensivierung der Weiterbildungsförderung, gerade auch, weil ich selbst zu jenen gehöre, die eine dreijährige Ausbildung genossen haben und natürlich dann eben auch von Fortbildungsmaßnahmen profitiert haben. In vielen Gesprächen in meinem Wahlkreis, im niedersächsischen Nienburg und im Schaumburger Land, berichten mir die Unternehmen, dass neben der Gewinnung von Fachkräften und der Personalentwicklung das Thema Fort- und Weiterbildung und das Einräumen individueller Zeitfenster häufig eine Berufsentscheidung junger Menschen beeinflusst. Die Ansprüche an die Beschäftigten haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Denn gerade die Digitalisierung beeinflusst diese Entwicklung, denn sie eröffnet eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten, die den Arbeitsalltag besser machen können und somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch fördern. Die Digitalisierung bietet in diesem Bereich enorme Chancen. Diese Chancen gilt es in Zukunft noch besser zu nutzen und für alle zugänglich zu machen. Das Internet verändert Arbeitsorganisation und Arbeitsbeziehungen. Aber Arbeit ist immer weniger orts- und zeitgebunden und zunehmend dezentral organisiert. Die Digitalisierung bedeutet in dieser Hinsicht einen qualitativen Sprung und führt nicht nur zu einer quantitativen Ausweitung von schon lange bekannten Arbeitsformen wie Telearbeit und Homeoffice. Für uns war es schon immer wichtig und richtig, Familien in ihre verschiedenen Lebensphasen und Situationen zu unterstützen. Dafür schaffen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Dabei achten wir nicht nur auf die Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit jeder einzelnen Familie, sondern bestärken diese auch. Zum Thema Selbstbestimmtheit bzw. Wahlfreiheit möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz deutlich sagen. Wir von der Union werden Regelungen, die die Freiheit der Familiengestaltung beeinflusst und lediglich ein ganz bestimmtes Familienmodell fördert, ganz klar ablehnen. Für uns hat eine echte Wahlfreiheit oberste Priorität bei familienpolitischen Überlegungen. Eine starre gesetzliche Regelung, die nur ein bestimmtes Modell berücksichtigt, lehnen wir ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine verehrten Damen und Herren, ich danke der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die diesen Antrag hier gestellt haben und mir somit die Möglichkeit auch gegeben haben, in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause meine Redezeit zu nutzen, die jetzt leider abgelaufen ist, um die gute und lebensnahe Familien- und Pflegepolitik der Großen Koalition zu erörtern und unsere gute Arbeit in diesem Bereich nochmals in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen. Und ebenso auf das große Thema der Digitalisierung hinzuweisen, das wird in der Zukunft große Herausforderungen mit sich bringen. Und das haben Sie in Ihrem Antrag leider komplett unterschlagen und vergessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Familien und pflegende Angehörige haben eines wirklich verdient, nämlich dass sie im Fokus unserer Gesellschaft stehen
Und das soll auch so sein. Der Antrag Ihrerseits von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ist daher leider abzulehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Macht noch mal darauf aufmerksam, wenn jeder, wenn er gemerkt hat, dass die Redezeit zu Ende ist, nur eine Minute drauf tut, dann wird das heute Abend. Bitte.